Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ich bin die Miri und unser Geralt starrt Rittersporn immer noch böse an, denn er hat Propaganda unter den Verschwörern verteilt gegen König Henselt. Das finden wir irgendwie gar nicht so geil, ne? Kann man hier eigentlich auch raus? Oh, tatsächlich. Ja, das sieht ja schick aus hier. Wo geht's denn hier lang? Runter zum Wasser. Okay. Oh, da liegt jemand. Ist er tot? Odrin! Steh auf, Sauf, Bruder. Deine Kumpel machen sich Sorgen. Weil, wo ich sinnlos komisch. Odrin, bist du das? Odrin, das bin ich. Kreisch die Schlampe mich da an. Aber war ich so nett. Sag ihr ganz lieb, dass ich's fingen will. Odrin, hör mal. Du bist voll wie 10 Fässer. Steh gerade und halt bloß den Rand, damit die Wachen dich überhaupt reinlassen. Und ich sag noch, was für ein Fisch? Was für ein Eng? Fingen! Ist doch ganz einfach. Von den Ecken und Fischen erzählst du mir später. Ab zu deinen Kumpels jetzt, die machen sich schon Sorgen. Meine Freunde? Ulf! 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 Beruhig dich und kotz bloß die Wachen nicht voll. Gottes Willen, ey. Was ist das für eine... für ein Idiot? Oh, hier ist eine Höhle. Aha. Gut, das muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal Odrin nach Hause finden. Nach Hause bringen. Eieieiei. Oh, schaut mal, da drüben brennt's. Ach, ist das das Soldatenlager? Wo bin ich denn hier auf der Karte gerade? Nee, das könnte auch das Lager von der ollen anderen sein. Von dieser Jungfrau von Edelin. Tja, man weiß es nicht. Also hier muss ich auf jeden Fall auch nochmal vorbeikommen. Den Odrin hat es ganz schön ordentlich erwischt. Wahrscheinlich hat er irgendwie versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Oder sie war auf jeden Fall nicht sehr erfreut davon. Sei still und geh gerade. Jawohl. Jawohl. Ich gehe dahin, wo ich hin muss. Ich muss dahin, wo ich hingehe. Ich gehe! Halt! Was schleppst du denn da für eine Leiche ins Lager? Das ist der Gefreite Odrin. Er ist krank. Der hat doch nur in einem Weinfass gepennt und stinkt wie ein Zwerg aus dem Arsch. Beschissener Hurensohn! Ich stink doch nicht wie ein Zwerg aus dem... Na, warte! Ruhe, Odrin. Ich würde sagen, wir geben ihn jetzt mal als meinen Gefangenen aus. Der Soldat ist nicht freiwillig betrunken. Natürlich nicht. Sieht man gleich, dass er das nie tun würde. Ich musste ihn verhören. Und ihn abfüllen? Kennst du bessere Methoden, um Zungen zu lösen? Na gut, kommt rein. Versteck ihn vor den Offizieren, bis er nicht mehr so stramm ist. Gott im Himmel, ey. So, Odrin? Da bin ich wieder! Zieh! Ja. Halt endlich das Maul, Odrin. Lass uns deine Freunde suchen. Ich leg mich hin. Du suchst sie. Leg mich, wenn's soweit ist. Vergiss es. Das geht hier nicht. Doch. Odrin, wach auf, verdammt nochmal. Hä? Wer bist denn du? Ja. Komm ja schon. Da oh ist mein was Gott, ey. Über mich weggeflogen. Hast du das gesehen? Ja. Nee, wahrscheinlich war es einfach nur ein Vogel. Himmel, ist der betrunken. Das scheint schon der erste von seinen betrunkenen Saufkumpanen zu sein. Hat das jetzt geklappt? Muss ich mit dem nochmal sprechen? Ja, der kommt mit, okay.
Und wir gut, da ist der Betrunkene Nummer 2. Der Mond zu sehen. Jung die Nacht und fern die Sorgen. Zeit zum Saufen, doch bis morgen. Ich hab die Schnauze gestrichen. Verflucht ist kein, wir wollen den Vieh den Hals umdrehen. Doch, da, da, da bist du ja endlich, Alter. So, und da ist der Letzte. Oh mein Gott, ey. Warum nicht hier rumsitzen? Odrin. Odrin, alte Gaunerfresse. Ach so, zur Lagerkantine sollen wir mit ihm hin? Oh Gott, das ist ja ein etwas weiterer Weg, ne? Odrin, wach auf, verdammt nochmal! Gott, ich bin wieder ein. Mann, das ist Geralt nur für ein guter Mensch. Gut, halt. Himmel, gehen die mir auf die Nerven, ey. Besoffene Leute, das Letzte, was du gebrauchen kannst, ey. Unglaublich. Und ich hab's aufgehört zu singen, oh nein. Können die nicht wenigstens mal zusammen singen? Das wäre vielleicht ein bisschen schöner, ne? Bier! Die Runde geht auf mich. Sagt mal, hat man je so einen großzügigen Hexer gesehen? Also ich nicht. Alles eine Frage der Gesellschaft. Habt ihr das gehört, ihr Knacker? Und ja, die Finger weg von dem, das ist mein bester Freund. Bei einem Bierchen kann man besser plaudern. Das hast du schön gesagt. Worüber willst du denn plaudern? Hänselt ist ein guter König? Ist vielleicht sicher. Ich suche Arbeit. Was meint ihr? Braucht Hänselt einen Hexer? Detmold könnte bestimmt mehr mit einem anfangen. Den hackt er dann in kleine Fetzen, die er unter der Lupe begutachtet. Wie bei Fröschen. Halt bloß den Rand. Detmold hört alles und bestraft jeden. Aha. Ja, Hänselt weiß sicherlich, was Hänselt er tut. Hänselt weiß schon, was er tut. Und er vertraut Detmold. Der weiß einen Dreck. Detmold hat ihn einfach um den Finger gewickelt. Nicht so laut. Aber die Menschen sind zufrieden und das zählt. Die Menschen sind Hänselt komplett leid. Wenn es so weitergeht, dann hauen sie bald seinen Fettarsch vom Thron. Die Soldaten sind ihm längst egal. Das undankbare Schwein hat uns vergessen. Da muss man nicht staunen, wenn ihn welche loswerden wollen. Odin, halt bloß die Schnauze. Geralt wie ein Bruder. Dem wird ich alles erzählen. Wer ist das? Es ist ein ganz mieses, gieriges, grausames Schwein. Spaß am Töten hat er auch noch. Steckt in einer magischen Rüstung und macht auf Dicke. War bis neulich besonders schlimm. Aber jetzt hatten Detmold auf dem Kicker. Und seitdem hat er sich verkrochen. Es ist nur ein Jammer um die anderen Jungs. Wenn Traut gefasst wird, lässt er sie alle hochgehen. Und dann sind sie dran. Es gibt ein paar, die tun sich zusammen und planen was. Mich wollten sie auch dabei haben, aber ich war zu beschäftigt. Und im Traut, dem traue ich nicht über den Weg. Die anderen mit den Münzen sind in Ordnung, aber Vincent Traut ist ein sadistisches Schwein. Wo kann ich sie finden? Das ist auch schon klar. Gehst du ins Bordell und fragst nach Lispellotte. Kann mich eigentlich gerade beherrschen. Hör mal, du musst ihr sagen, dass du willst, dass ihr Lächeln dir die Pforten des Paradieses öffnet. So nicht anders. Kannst du sie natürlich bumsen dann. Ah, warte mal, gibst du ihr das, krieg ich eh kein Bier für. Und dann bringt Lotte dich zu einem Münzensammlern. Oh Gott, jetzt sind wir leider ein bisschen... besoffen von dem einen Bier, das wir getrunken haben. Bisschen erbärmlich, oder? Gott. Unsere Wahrnehmung ist etwas durcheinander, glaube ich. Okay, also diese Quest, das ist so eine Nebenquest. Die hat uns eigentlich dieselbe Information gebracht, wie vorher schon Manfred. Also, naja. Außerdem sind sie natürlich nicht ganz up-to-date, weil wir ja Vincent Traut längst umgebracht haben.
Gut, wir sind wieder bei klarem Bewusstsein offenbar. Zum Glück hält der Alkohol nicht so lange an. Es wird vielleicht Zeit, dass wir uns mal langsam mit Detmold beschäftigen. Ach, was haben wir denn hier? Verschwörungstheorie. Hier, sprich mit Detmold. Jetzt haben wir so viele Informationen über diese Verschwörung gesammelt. Alle suchen wie die Irren nach diesen Münzen. Erwachsene Kerle durchkämmen das Lager, recken die Ärsche in die Luft wie die Volltrottel. Ich habe ja hier noch nicht richtig gelootet, oder? Also zum Teil war ich ja schon dabei, aber dann irgendwann war ich voll. Ich glaube in diesen Zelten hier... Das ist Sheilas Zimmer. Zelt, meine ich. Kann ich mit dir nochmal sprechen? Was weißt du über die wilde Jagd? Eine Zauberin wie du weiß doch sicher viel über die wilde Jagd. Das Wissen einer Zauberin und Aberglaube sind Äpfel und Birnen. Die wilde Jagd ist kein Aberglaube. Na gut, es mag das Phänomen geben. Es interessiert mich. Sag mir, was du weißt. Ich habe mich damit ebenso wenig beschäftigt wie mit dem Anbau von Kohlrabi. Sie hat offenbar ein Faible für Vergleiche mit Obst und Gemüse und sonstigen essbaren Sachen. Ich mag sie nicht. Oh, was haben wir denn hier? Habe ich hier schon mal gelootet? Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Oh ja, sehe schon. Von hier hinten komme ich ran. Was ich besonders dringend brauche, ist ja Silbererz. Habe ich jetzt alles? Ich denke schon. Da komme ich nicht durch. Oh, kann ich da hinten langlaufen? Tatsächlich. Ja. Was haben wir denn hier? Nichts, leider. Schade. Oh, aber hier hat man schöne Aussicht. Schaut mal, Leute, da ist ein Wrack. Wir hatten doch so eine Quest mit irgendwelchen weiteren Wracks, die man finden sollte. Das muss ich mir unbedingt anschauen, Leute. Gut, dass wir hier mal lang gegangen sind. Ah, das ist dieser gesandte Nilfgaard. Ja, die haben jetzt nicht so eine besondere Sache hier, aber wenigstens gibt es ein paar Urins, ein paar Kräuter und so. Sehr nett. Naja, in das Zelt komme ich wahrscheinlich nicht so ohne weiteres rein, oder? Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Doch, komme ich tatsächlich. Sehr verrückt. Ich kann einfach in das Zelt vom König rein? Die haben nicht mehr alle Latten am Zaun hier. Ich glaube, hier war ich schon mal drin. Das kommt mir bekannt vor. Ich schaue mich mal hier hinten noch um. Das war beim letzten Mal ja schon sehr erhellend. Das ist schon schön. Da drüben das andere Lager? Ja, das muss eigentlich... Das müssen eigentlich die Elfen sein, oder? Das ist ja viel zu weit weg von diesem Catwinschen Lager. Als dass es noch hier dazugehören könnte. Ah, hier war ich ja schon drin, genau. So. Setzen wir unseren Rundgang fort. Detmold steht wie beim letzten Mal hier im Zelt. Wir müssen reden. Wie wär's mit guten Tag, grüß dich, leck mich oder ähnlich? Grüß dich. Guten Tag, Weißer Wolf. Trinkst du einen Tee mit mir? Stärkt die Abwehrkräfte. Nicht jetzt. Als ob Geralt es bräuchte, er ist auch immun. Hast du mit dem König gesprochen? Oh, der hatte viele Sachen hier. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach von oben bis unten durch. Hast du mit dem König gesprochen? Er freut sich außerordentlich, dass man ihn vom Fluch befreien kann. Gut. Ich brauche nämlich das Medaillon des Priesters Crest. Offenbar hat das der König. Der gibt dir nichts, solange du ihn nicht vom Fluch befreit hast. Naja, verständlich. Wer sich mit Drauguren anlegt, hat keine guten Karten. Schon gut, Detmold. Ihr habt nur Angst, dass ich euch in diesem Saustall im Stich lasse. Nein, ich weiß ja, weshalb du hier bist. Und was den König angeht, putz ihn runter, beschimpf ihn, verfluch ihn, wenn es sein muss. Aber ratsam ist das nicht. Mhm. Hast du mehr über den Fluch erfahren? Auf der anderen Seite hält sich ebenfalls ein Zauberer auf und erkundet das Schlachtfeld. Eine Zauberin, um genau zu sein. Woher weißt du das? An ihren Zaubern sollt ihr sie erkennen. Ihre seltsamen Zaubersprüche, dazu die Gehirnform. Frauen sind einfach anders. Es könnte Triss sein. Nein, Hexer, diese Person ist ungleich mächtiger. Eine sehr mächtige Zauberin also? Die nicht mächtiger als Triss. Wir kennen ja eigentlich nicht so viele. Also wir haben
Sheila ist hier. Jennifer, ob die jetzt da drüben ist? Was ist denn hier los? Ach nee, das kennen wir ja alles schon. Ich habe Traut und die Verschwörer gefunden. Ich habe Traut gefunden. Und noch ein paar andere Quadrat-Numismatiker. Weißt du inzwischen, wer der Anführer ist? Nein. Hat jemand überlebt? Nein. Hättest du nicht wenigstens Traut übrig lassen können? Der wusste sicher ein paar Geheimnisse. Ja, die erfährst du dann wohl nicht mehr. Aber ich will natürlich eine Belohnung haben. Gibt es eine Belohnung für sie? Oh ja, eine glatte Summe pro Kopf. Tja, ein bisschen Bargeld kann ich schaden. Ne? Ich kann das Gold gut gebrauchen. Wie viele waren es denn? 5. Dazu Vincent Traut. Du hast 6 Menschen getötet? Kerle wie dich sollte man einsperren. Den Lohn. Er ist dein. Bitte. Na, also entweder ihr wollt, dass der Kopfgeld ausgesetzt ist und dass die tot sind, oder ihr wollt sie nicht, ne? Oh, dass ich nicht zu beschweren, dass wir 6 Leute auf einmal getötet haben. Aber ich will noch mit ihm über die wilde Jagd reden. Eine so geschätzte Persönlichkeit der Magie weiß doch sicher einiges über die wilde Jagd. Was gehen mich Volksmärchen über Untote an, die auf verhungerten Pferden durch die Luft sausen? Die wilde Jagd ist kein Märchen. Mach's irgendwie gut. Scheinen diese Zauberer nicht so richtig an die wilde Jagd zu glauben. Blöd nur, dass Geralt schon so viel Erfahrung mit denen hat, ne? Oh, hier gibt's auch eine ganze Menge Zeug. Gut. Wie kommen wir jetzt an das blöde Medaillon vom König? Da vorne diese Zelte muss ich mir auch unbedingt... Ne, muss ich nicht, die habe ich schon gesehen. Sollten wir einfach mit ihm sprechen? Was sagt denn unser Tagebuch dazu? Ah. Nimm den Fluch von Hänselt und sprich noch einmal über das Medaillon. Wie soll ich denn das jetzt machen, wenn ich das Ding nicht habe? Ich glaube, das Medaillon brauche ich doch, um den Fluch zu lösen, oder? Ist ja auch bescheuert. Tja. Wie kriegen wir das hin? Ach so. Es scheint 2 verschiedene Sachen zu geben. Es gibt also einen Fluch über die Schlacht und einen Fluch über König Hänselt. Ah. Können wir mit ihm eigentlich nochmal sprechen? Sei gegrüßt, Hexer. Ja, machen wir ihm erstmal ein Kompliment. Der Anblick dieses Lagers muss jeden Feind mit Grauen erfüllen. Ebenso sein Geruch. So riecht der Krieg, Hexer. Nach Kohl, Schweiß und Angst. Der Dunst begleitet jedes Reich auf dem Weg zum Imperium. Danke für die Geschichtslektion. Die übrigen Truppen wollt ihr im geeigneten Augenblick nachholen, ja? Nichts macht Verteidiger so mürbe wie ein ständig wachsendes Belagerungsheer. Die Dreckskerle aus Wergen sind ein zäher Gegner und geben nicht so schnell auf. Da ist es gut, einen Nachbarn zu haben, der zu kämpfen versteht. Die Bevölkerung von Edirne ist da vermutlich anderer Meinung. Wahrscheinlich. Mit Detmolds Hilfe wird es mir schneller gelingen, den Fluch aufzuheben, als ich dachte. Die Einzelheiten sind mir Schnurz. Mich interessiert nur das Resultat. Ach ja, Meister Geralt. Wie wär's mit einer langfristigen Beschäftigung? Bei der Leibwache zum Beispiel. Wenn das mit der Monsterjagd zusammengeht, dann ja. Das tut es. Meine ehrwürdige Person wird von vielen potenziellen Monstern bedroht. Nein, das ist nichts. Zum Leibgardisten tauge ich nicht. Du bewegst dich gerade auf dünnem Eis, Hexer. Noch ein falscher Schritt und du gehst baden. Mir verweigert man nichts. Tja, ich würde sagen, ich schon. Ah ja. Ich habe schon Leute für weniger dreiste Sprüche köpfen lassen. Es bleibt dabei. Gute Antwort. Dann stimmt es, was man sich über die Eier von Hexern erzählt. Freut mich, dass du so felsenfest zu dem stehst, was du sagst. Wäre ich doch nur von Meerkerlen deines Schlags umgeben. Am Hof habe ich's nur mit Arschkriechern zu tun. Naja, was soll's. Tja, offenbar haben wir ihn jetzt irgendwie imponiert. Gut, bei der Verschwörungstheorie sollen wir jetzt auch den weiteren Verlauf der Ereignisse abwarten. Tja, was machen wir denn dann jetzt? Alle suchen wie die Irren nach diesen Münzen. Ach, wir haben ja eigentlich noch eine ganze Menge zu tun. Ich grüße dich, Meister Geralt. Komme ich da hinten raus? Als
wir das Lager aufgeschlagen haben. Nee, ne? Aber hier geht's runter, ne? Nee, hier geht's nicht runter. Ich dachte jetzt, ich könnte mich hier runter stehlen, aber nein. So einfach ist es nicht. Gut, meine Idee wäre jetzt, dass wir versuchen, zu diesem Wrack zu kommen, das wir gesehen haben. Ich vermute, dass ich da zum westlichen Tor raus muss. Und natürlich könnten wir uns auch mal für dieses Turnier anmelden. Könnten wir eigentlich auch mal tun, ja. Außerdem müssen wir uns auch um diese Geschichte mit seinem... mit dieser Sache am Strand beschäftigen hier. Vielleicht ist es ja auch hier irgendwo. Okay. Es sieht nicht so aus, als ginge es hier direkt weiter. Allerdings, wenn ich durch diese Höhle durchgehe... Vielleicht komme ich ja da irgendwo raus. Ich werde erstmal speichern. Mal sehen, was uns in dieser Höhle erwartet. Höchstwahrscheinlich Monster, würde ich meinen. So. Was haben wir denn hier? Nichts. Ach, schaut mal, da kommt schon einer an. Ein Leichenfresser offenbar. Muderhaut. Ich bin zu alt für sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass ich als Zeichen vielleicht mal Igni auswähle. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht für Moda heute. Ah, da muss ich aufpassen. Er brennt. Sehr gut. Und ich bin leicht vergiftet. So, kommst du mal näher? Danke. Aua. Na? Komm schon. Bisschen anzünden. Ja. Oh, sehr gut. Der hat den anderen gleich mit erwischt. Das ist ja bestens. Okay. Oh, oh. Der platzt auch gleich. Interessant. Moder heute platzen also. Ja, dann muss es doch hier irgendwie auch noch weitere... Leichen geben, die ich verbrennen muss, oder? Oh Gott, das sind ja noch mehr. Wie viele kommen denn dann noch? Okay, unser Geralt hat auch nie Ruhe. Komm schon. Oh, schnell weg. Der nächste, der geplatzt ist. Da war doch gerade noch mehr. Ja. Okay, er kommt. Der kommt auf jeden Fall. Das Blöde ist nur, dass ich jetzt gerade nicht heile. Wow, der ist ein bisschen größer, der dahinter. Schnell weg, Geralt. Oh, du bist vergiftet. Oh nein. Okay. Ach, ich kämpfe mit einem Stahlschwert? Ja, das erklärt einiges. Was kämpfe ich denn auch mit dem Stahlschwert gegen die? Das ist meine etwas dämliche Entwicklung. Gut, also. Da wir jetzt wissen, was da drin los ist, können wir uns natürlich direkt mal einen Trank einnehmen. Natürlich unsere geliebte Schwalbe wieder. Und beim nächsten Mal versuchen wir es einfach mal mit dem Silberschwert. So, zieh dein Schwert. Ja, schon besser. Ach so, und Igni möchte ich natürlich auch noch auswählen. Das war eigentlich sehr effektiv. So grundsätzlich. Ja, da kommt die erste schon. Na komm. Na komm schon. Sehr effektiv, aus dem Weg. Sehr gut. Nächster. Na, wer wagt sich als nächstes ran? Da kommt einer auf jeden Fall. Na, dachte ich zumindest. Okay. Dann looten wir den erstmal. Gleich zwei. Zwei ist immer schlecht. Bisschen Weg. Oh,
Der platzt gleich. Oh, schnell weg. Ja, sehr gut. Das klappt doch schon besser. Das sind ja Nekrophagen. Ich könnte sogar mein Schwert verbessern. Das wäre doch mal eine Idee. Ach, was haben wir denn alles? Wir haben doch hier ein Nekrophagenöl, oder? Ja. Wenden wir auf dem Silberschwert an. Gut. Oh, da ist noch etwas größerer auf jeden Fall dabei. Eine Kelle. Mhm. Na? Da kommt er. Ja, komm schon, aus dem Weg, Geralt. Schnell weg. Na? Oh, der stirbt doch gleich. Oder? Nicht ganz. Ah, oh, shit. Aus dem Weg. Oh. Ah, aus dem Weg. Oh, sehr gut. Der ist vergiftet. Ja, sehr gut. Puh, das war spannend. Oh, da kommt noch eine. Ja. Puh. Noch jemand ohne Fahrschein? Vorerst nicht, offenbar. Nekrophagenzähne. So, wir müssen mal kurz ein bisschen heilen. Kommen da auch noch mehr? Also auf jeden Fall gibt es da viele Möglichkeiten, um uns von hinten zu überraschen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Das sind ja sehr alte Leichen hier. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Ding mit den Käfigen hier? Oh, Schwerter. Da scheint es nichts weiter Interessantes zu geben. Da ist noch eine schöne Kiste. Ah, ein paar Urins. Okay, da geht's lang. Ah, wo soll ich zuerst hin? Erstmal da lang. Oh, was haben wir hier? Zaunrübe? Ja, noch mehr Zaunrübe. Da ist eine Leiche. Vergiftete Harpienkralle. Können wir den verbrennen? Nee, ne? Ach, da ist ein Ort der Macht. Sehr cool. Hier geht's auch noch weiter. Sehr verwinkelt hier. Da hinten scheint es weiter zu gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Da hinten scheint es raus zu gehen. Okay. Dann folgen wir jetzt mal kurz diesem Weg. Nee, da geht's auch raus. Okay. Oh, was ist das denn? Na, gut, irgendwelche Messer. Dann würde ich da hinten den Weg nochmal erkunden. Das Medaillon warnt mich wieder. Was denn? Ich weiß nicht wovor, das ist das Problem. Ziemlich gruselig hier aus. Und hier? Da scheint es auch irgendwo rauszugehen, ne? Okay. Das ist jetzt wieder ein anderer Strand. Und da geht es auf jeden Fall zu dem Wrack.
Da geht's auch wieder rein in die Höhle. Scheint mehrere Wege da rein zu geben. Wow. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass ich hier irgendwas sehen würde. Aber mit dem Wrack kann ich, glaube ich, nichts anfangen, oder? Nee. Weit und breit nichts zu machen. Eigenartig. Und wohin führt mich das hier? Noch eine Möglichkeit, an diesen Strand ranzukommen, auf jeden Fall. Oh, hier ist ein Ort der Macht. Art. Cool. Und hier kommt man nicht weiter. Wo bin ich denn da jetzt gerade? Ah, das ist auf jeden Fall hinter dem Lager, wo wir uns hier gerade rumschleichen. Okay. Interessant. Nur wovor hat uns das Medaillon jetzt gewarnt? Das würde ich jetzt schon gern wissen. Ich würde jetzt mal kurz speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gespannt, was mich hier unten erwartet. Bis dann, macht's gut, eure Miri.